Hallo Freunde, ich grüße euch ganz herzlich. Heute drehen wir ein Frage-Antwort-Video über Slayolo. Ihr hattet mehrere Fragen, sei es über Instagram, sei es über YouTube, habt ihr mehrere Fragen gestellt. Daher dachte ich mir, drehe ich einen Tagesvlog und bei diesem Tagesvlog nehme ich euch einfach mit und beantworte eure Fragen. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Like das Video, kommentiert das Video und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Bis gleich. Wir sind jetzt an dem ersten Laden angekommen, wo wir mit der Familie frühstücken wollen. Bülent Börek, Cilik, hier können wir jedes Jahr öfters Börek essen. Su Börek, dazu ein Chai und dazu einfach Söğüş. Söğüş ist Peperoni, Gurken und Tomaten. Und das schmeckt ja alles sehr, sehr gut. Wie gesagt, wir kommen hier öfters essen, jedes Jahr mehrmals. Und hier wollte ich schon direkt die erste Frage beantworten. Die Leila fragt, was ist ein EMP und wo kann man das kaufen? EMP ist so ein ganz kleines Gerät, den zeige ich euch gleich auch schon mal. Den kann man in Serbien an der ersten Tankstelle kaufen. Man bezahlt für EMP 20 Euro und 45 Euro für Hin- und Rückfahrt. So braucht man an den Schaltern, wo man die Autobahngebühren bezahlen muss, nicht zu warten. Man kann einfach rechts ranfahren, da sind 5 Reihen, wo EMP steht. Und sobald man da ankommt, lesen die Kameras euer EMP ab, dann steht euer Kennzeichen drauf, dann öffnet die Schranke und ihr könnt einfach so durchfahren, ohne zu warten. Bei Hochsommer, wo es sehr voll sein wird an den Autobahnen, finde ich, ist es auf jeden Fall sehr praktisch. Ich habe es gemacht, ich würde es euch allen auch empfehlen. Das ist der Laden Bülent Börek Cilik. Meine Familie sitzt auch schon da, die frühstücken schon. Und ich zeige euch gleich, wie meine Portion Börek aussieht. So sieht Börek bei Bülent Börek Cilik aus. Mit Söğüş und mit dem türkischen Chai. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Strand und da wollten wir schon die nächste Frage beantworten. Viele haben uns gefragt, in welchem Hotel seid ihr geblieben, was habt ihr bezahlt, wann habt ihr gebucht. Willst du die Frage beantworten? Ja, kann ich gerne machen. Und zwar waren die meistgestellten Fragen zu unserer Unterkunft in Ungarn. Wir haben 97 Euro die Nacht bezahlt. In diesen 97 Euro war kein Frühstück mit inbegriffen. Das hätte man aber dazu buchen können. Wir haben es nicht gebraucht. Das Hotel und die Parkplätze waren videoüberwacht, was uns allen sehr wichtig war. Wann haben wir gebucht? Wir haben einige Wochen vorher schon gebucht gehabt. Ich hatte online ja schon, auf deren Seite? Genau, online auf deren Seite. Die kann Serdar euch ja nochmal markieren. Wir haben auch einige Leute da getroffen, die einfach vor Ort spontan angehalten haben und da die Nacht übernachten wollten. Das war leider nicht möglich, weil alle Zimmer anscheinend ausgebucht waren. Das war schon ein bisschen traurig, weil die Leute dann leider weiterfahren mussten und sich um eine andere Unterkunft kümmern mussten. Oder die haben im Auto auf dem Parkplatz geschlafen, was natürlich nicht so gemütlich ist. Genau. Ansonsten war das halt eines der meistgestellten Fragen. Und in Edirne sind wir auch, haben wir auch nochmal angehalten, da haben wir auch in einem schönen Hotel übernachtet. Das ist RYS Hotel. Genau, das war auch wirklich super sauber, sehr komfortabel. Da war der 89 Euro pro Nacht und das haben wir spontan, als wir im Kapuküler waren, als wir gesehen haben, dass es nicht so voll ist, haben wir dort angerufen und gesagt, wir kommen gleich, habt ihr ein Zimmer frei. Und sie waren auch sehr freundlich, haben direkt alles organisiert. Und als wir dort waren, haben wir gesehen, dass sie auch direkt vor dem Hotel Parkplätze haben. Genau, und da war das Frühstück in den Kosten mit inbegriffen. Also haben wir am nächsten Morgen auch gemütlich gefrühstückt und sind dann weiter nach Didim gefahren. Ja, und deren Frühstück war auch gar nicht mal so schlecht. Das war richtig gut. Ja, okay. Ja, und wir sind jetzt am Strand und ich denke, wir melden uns einfach im Laufe des Tages nochmal. Ich beantworte auch direkt eine weitere Frage. Wie viel hat das alles gekostet? Leute, ich habe ca. 400 Euro an Tank verbraucht, ca. 100 Euro für Vignetten, EMP, SIM-Karte in Serbien, ca. zweimal 100 Euro, also einmal 97, einmal 85, aber ca. 100 Euro für Hotels, also 700 Euro insgesamt und 50 Euro für Toilette. Eis für Eiers, Kaffee für mich und so weiter. Also es hat circa alles 50 Euro noch gekostet. Also für 750 Euro sind wir in Didim angekommen und ich hatte noch halben Tank voll. Ich mache euch mal ein paar Aufnahmen vom Meer, damit ihr seht, wie klar das Wasser ist. Sandstrand. Ich hoffe, ihr könnt es sehen und hören. Sehr, sehr schön hier. Dabei komme ich auch direkt zu der nächsten Frage. Einer fragte mich, woher wusstest du, wie leer die Grenzen waren oder wie voll die Grenzen waren? Es gibt eine App, diese App heißt Slayolo 7 Lab. Wenn ihr diese App runterladet,
dann könnt ihr alle Grenzenkameras live sehen. Also ob Capocule, Ipsala, ob Ungarn, Serbien, Bulgarien, alle Grenzen sind dort drauf und ihr könnt es alle live sehen. So, und wir sind am Marina direkt. Sehr schön hier. So, dann kommen wir einmal zur nächsten Frage, die gestellt worden ist. Warum unser Auto von innen so sauber und ordentlich ausgesehen hat. Dazu kann ich einmal ganz klar beantworten. Ich habe versucht, so gut es geht, alles zu Hause schon ordentlich einzuräumen. Ich habe zum Beispiel eine separate Tüte für Aya seine Spielsachen gehabt. Wir haben einen Organizer aufgehangen, wo ich dann zwischenzeitlich immer wieder was wegstecken konnte. Und wenn wir dann Pausen gemacht haben, habe ich immer wieder aufgeräumt. Ich habe eine separate Tüte gehabt mit den ganzen Flaschen und Thermoskannen und mit der Milchnahrung der Kinder. Dann hatten wir halt extra Tüten und Körbe nur mit unserem Essen und Trinken. Also alles hatte irgendwie seinen Platz. Zwischenzeitlich. Wir haben im Auto gegessen. Wir haben wirklich im Auto gegessen. Wir haben nicht immer bei jedem Snack gehalten. Zwischenzeitlich hat es immer mal wieder anders ausgesehen, aber ich habe bei jeder Gelegenheit, wenn die Kinder mal ruhig geblieben sind oder wenn wir halt mal angehalten haben, immer wieder aufgeräumt. Und was ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben kann, nehmt euch bitte Mülltüten mit ins Auto und sammelt euer Müll einfach drin. Und sobald ihr einen Stopp macht, könnt ihr das einfach alles einmal wegschmeißen und habt nicht irgendwelche Getränke oder Bananenschalen im Auto rumfliegen. Also das war für uns auf jeden Fall das Beste. Plus, Ayas hat zum Beispiel am Anfang der Fahrt zweimal spucken müssen. Deshalb war das auch super praktisch, dass ich direkt eine Mülltüte bei mir hatte. Also ging auch nichts daneben. Also Mülltüte ist für Sulayolo auf jeden Fall ein Lifehack. Genau, das war auf jeden Fall gut. Und was ich euch auf jeden Fall auch empfehlen kann, kann ich euch ja auch kurz mal zeigen. Ich habe hier so verschließbare Tüten. Die ist jetzt zwar bei der Fahrt irgendwann kaputt gegangen. Ich habe auch sämtliches immer so in wieder verschließbaren Tüten gehabt und da ist auch nichts rumgeflogen. Wir machen gerade mit der Familie einen Spaziergang um die Ecke einfach. Wir trinken türkische Mokka gleich um die Ecke, werden was Süßes essen und einfach den Abend ausklingen lassen. Wir machen diese Tage noch nicht so großartige Sachen. Wir ruhen uns erstmal aus, kommen erstmal an, gewöhnen uns an das Wetter. Ja, ich nehme die Familie auch mal auf von hinten. Da sind die. Oma fährt Umut, Mama hat Eier genommen, Opa ist ganz vorne. Und die nächste Frage ist, einer hat gefragt, ihr habt gesagt, ihr fährt in die Heimat, ist Köln für euch keine Heimat, sondern eher die Türkei. Also meine Antwort dafür ist, also wir haben die Ehre, zwei Städte unsere Heimat nennen zu dürfen, also sei es Didim oder Türkei oder Deutschland oder Köln, es ist einfach unsere Heimat. Ich bin in Köln geboren, groß geworden, lebe dort, Kinder sind da geboren, die werden dort groß. Deutschland ist auch unsere Heimat, Türkei ist auch unsere Heimat. Wir haben nur gesagt, wir fahren jetzt in die Heimat, in die Türkei, weil wir halt Türken sind. Ich bin auch immer noch türkischer Staatsbürger und daher, wie gesagt, also sei es Deutschland oder die Türkei, beides ist einfach unsere Heimat. So, unsere süßen Speisen sind da. Einmal kalte Baklava mit Schokolade und einmal Profiterol. So, und unser Kaffee ist auf dem Weg. Freunde, wir sind jetzt seit ein paar Stunden zu Hause, haben lecker gegessen, geduscht und ein bisschen ausgeruht. Ich habe mir ein leckeres Espresso genommen, schon ausgetrunken und wollte eine weitere Frage beantworten. Und zwar kam die Frage, wie ist eigentlich der Weg über Bulgarien? Muss man wieder wie Schmiergelder bezahlen wie früher? Und haben die Polizisten euch unnötig aufgehalten? Also ich kann ehrlich gesagt darüber nicht viel berichten, weil es mir nicht passiert ist. Ich kann mich an frühere Zeiten erinnern, wo ich auch immer 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro mit meinem Vater Çorbapalası geben musste. Aber das war jetzt dieses Jahr nicht der Fall. Wir wurden gar nicht aufgehalten. Wir sind ganz locker durchgekommen. Das war die erste Frage. Die zweite Frage war, ich wusste ja nicht, über welchen Weg ich fahre. Aber ich habe ja trotzdem eine Vignette gekauft für Bulgarien. Und es kam die Frage, warum ich das gemacht habe. Ja, ich dachte mir halt, diese Vignette hat glaube ich 10 Euro gekostet. Und wenn ich über Griechenland fahre, dann war diese 10 Euro halt unnötig. Aber falls ich über Bulgarien fahre, wie jetzt bei mir, dann warte ich halt an dieser Schlange nicht. Und ich meine, 10 Euro macht uns nicht arm. Deswegen habe ich die Vignette vorsichtshalber gekauft. Und es kam auch die Frage über Google Maps. Ich hatte ja die ganze Zeit Google Maps an und jemand hat gefragt, hey, du hast die ganze Zeit Google Maps angehabt, verbraucht das sehr viel an Datenvolumen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann nur sagen,
In meinem Paket habe ich auch zum Beispiel 500 MB in Serbien gehabt und ich hatte 5-6 Stunden Google Maps an und trotzdem hat es gereicht. Also ich denke mir so, das verbraucht so 2-2,5 GB vielleicht am Tag, wenn es 24 Stunden lang an ist. Daher, ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall. Also ich würde es immer wieder machen. Freunde, das war jetzt ein Frage-Antwort-Video über Slayolo und ein Video zwischendurch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet, das Video liken würdet und einen netten Kommentar lassen würdet. Also ich bin wirklich überrascht über die Resonanz vom Slayolo-Video. Super, also ich freue mich sehr. Dankeschön und freut euch auf weitere Videos in der Türkei. Danke und bis bald. Ciao.